Ich nenne das Ganze die Fäden des Puppenspielers. Reflexion über Macht, Spaltung und Bewusstsein in einer sich wandelnden Welt. Wir sind alle Individuen, haben unsere eigene Geschichte und Persönlichkeit. Wir sind unterschiedlich informiert und wir informieren uns unterschiedlich. Somit haben wir unterschiedliche Ereignisse, jeweils unterschiedliche Auffassungen darüber, was in dieser Welt los ist. Viele erzählten mir, dass es bei ihnen 9/11 war. Andere hatten andere prägende Ereignisse. Doch es scheint mir, dass es besonders die Corona-Zeit war, in der die meisten anfingen zu hinterfragen und zu verstehen. Seit 2020 hat sich augenscheinlich der Kreis derjenigen stark erweitert, die verstanden haben, dass die Regierungen dieser Welt mit ihrer Justiz, den Medien und allem drumherum sich nicht den Menschen, also uns, den Bürgern, verpflichtet fühlen, sondern allesamt Lobbyisten sind. Die Frage ist, für wen arbeiten sie? Und wer ist hier der Puppenspieler? Es gibt viele Namen, die im Laufe der Zeit aufgetaucht sind. Doch würde der wahre Puppenspieler sich je zeigen? Wahrscheinlich nicht. Sondern weiterhin im Untergrund alle Fäden ziehen. Es blieb ja nicht bei Corona, sondern dies ist der Anfang von vielen aufeinanderfolgenden Veränderungen und Ereignissen in dieser Welt gewesen. Die Menschen sollen zukünftig kontrolliert werden. Dafür sind einige Installationen wichtig. Die Kinder werden schon seit Jahren entsprechend indoktriniert. Somit ist es kein Wunder, dass diese sich den Fridays for Futures angeschlossen und sich entschlossen haben, auf den Straßen für den Klimawandel zu kleben, das Gendern zu übernehmen. Und viele von ihnen wissen heute nicht einmal mehr, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Doch viel schwieriger ist es mit den Menschen, die älter sind und schon eine Persönlichkeit entwickelt hatten, die eben anders beeinflusst werden mussten. Hier musste ein anderes Mittel her. Die Angst. Die Angst ist ein wunderbares Mittel, die Angst, das, was man hat, vielleicht zu verlieren. Da hilft bei diesen Menschen insbesondere dafür zu sorgen, dass sie Angst haben, ihr bisheriges Leben so nicht mehr leben zu können. Ihre Freizeit nicht mehr zu genießen, kein Haus über dem Kopf zu haben, ihre Arbeit zu verlieren, sich kein Essen leisten zu können und vieles mehr, sowie kein Teil der Gesellschaft sein zu dürfen. Denn der Mensch ist größtenteils sich selbst am nächsten. Die Spaltung innerhalb der Gesellschaft ist somit ein wunderbares Mittel, um dafür zu sorgen, dass die Pläne und Fäden, die der Puppenspieler zieht, auch weiterhin umgesetzt werden, wie viele, die dies verstanden haben, bekannt als Agenda 2030. Was ist auch wichtig, um die Spaltung aufrechtzuerhalten? Denn jeder Mensch ist ja anders und hat einen anderen Punkt, mit dem man ihn bekommt. Der Krieg in der Ukraine mit Russland hat ein wenig geholfen, auch hier wieder die Menschen ein wenig zu spalten. Wir wissen, der Plan steht schon sehr, sehr lange. Und somit sind im Laufe der Zeit immer wieder viele Entscheidungen getroffen worden, die den Plan unterstützen sollten. Eines dieser Dinge ist zum Beispiel die Migrationspolitik. Wichtig dabei ist, dass man die Menschen reinlässt, die sich nicht in die Gesellschaft einfügen und dafür sorgt, dass diese Menschen Unruhen reinbringen. All diese Menschen werden dafür natürlich vom Staat bevorzugt behandelt. Denn es ist ja wichtig, den Menschen die Angst und die Wut, die sie durch die Ungerechtigkeit und die Taten der Extremisten, denen sie ausgesetzt sind, zu pflanzen. Die Wirtschaft geht den Bach runter und somit sind wieder Ängste hier, die die Menschen heimsuchen. Es wird immer schlimmer und immer mehr Menschen werden unterstützt, die nicht arbeiten, die noch nie in dieses System eingezahlt haben, die sich nicht integrieren lassen, kriminell sind. Die Saat, die gesät worden ist, wurde bewässert. Und die Menschen in dieser Zeit lassen es immer mehr blühen. Jedoch fehlt noch etwas. Etwas, das helfen würde, dass es so richtig anfängt aufzublühen, zu explodieren. Die Geschichte der Deutschen hat sie zurückgehalten, dass es richtig aufblühte. Doch jetzt hat sich alles geändert. Und nicht nur diejenigen betrifft es, die es nach wie vor nicht verstanden haben.
was in dieser Welt los ist, sondern die Saat, die gesät wurde, blüht nicht. Nun auch bei denen, die eigentlich verstanden haben, dachte man, was in dieser Zeit, in dieser Welt los ist. Der Puppenspieler macht es ja nicht erst seit gestern. Daher ist es schwierig für diejenigen, sich dagegen zu wehren. Denn nun kann es auch blühen, aufgrund des Israel-Palästina-Konflikts. Es geht ja um die Menschen, denen man was schuldig ist, durch die Geschichte. Den Juden und diejenigen hier in diesem Lande sich nicht integrieren lassen. Den Muslimen. Denn so wurde es gesehen. So ist es ein leichtes hinzugehen und den Weg der Neutralität zu verlassen. Den Weg des Miteinanders, den Weg des Friedens und den Weg zu gehen, der gesät wurde. Hass und Spaltung im neuen Höhepunkt. Die Menschen, die sich vorher gut informierten und wach alles betrachteten, fangen auch an, die Dinge nicht mehr so umzusetzen. Dann lassen sie zu, dass diese Saat jetzt aufblüht. Sie geben dem Hass, der Spaltung Raum, um zu blühen. Somit hat der Puppenspieler wieder mehr Menschen, mit denen er seine Ziele verfolgen kann. Die Agenda 2030 kommt immer mehr seinem Ziel nahe. Die Installation von Überwachungsgeräten und zukünftigen Freiheitsbeschränkungen finden statt, während die Welt abgelenkt ist und in der Spaltung. Dank der Unruhe werden die Menschen mit Handkuss sich manipulieren lassen und alles akzeptieren. Diejenigen, die das durchblicken, wird es nicht aufhalten können, denn sie haben sich aufspalten lassen und sind dadurch weniger geworden. Der Hass auf Muslime ist gut gesät und auch dieser findet nicht erst seit kurzem statt, sondern ist auch ein langjähriger Prozess. Der Puppenspieler weiß nämlich, dass gerade diese Menschen einen zu starken familiären Zusammenhalt haben und sich schwer dadurch ins Spiel integrieren lassen. Daher war es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Welt sie hasst. Wer das liest, sollte sich einfach mal selbst fragen, zu welchem Teil der Geschichte er derzeit gehört und gehören möchte. Die Menschen haben es selbst in der Hand zu entscheiden, denn das ist der freie Wille, der unser Schöpfer uns gegeben hat. Mein Weg hat sich nicht geändert. Ich werde ihn weitergehen, so schwer er auch ist. Und ich weiß, ich gehöre zur Minderheit, die für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit steht. Alles, was zur Menschlichkeit dazugehört, ist mein Weg, wie es in der Bibel heißt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Danke fürs Lesen, in dem Falle fürs Zuhören und eure Gedanken, die ihr selber habt für euch. Oder sie mir gleich mitteilt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Danke, liebe Songül, für dein Engagement hier heute. Ich danke dir tausendmal. Die Songül ist hier jetzt auch noch den ganzen Tag bei uns. Ihr könnt auch gerne zu ihr kommen, Fragen stellen, euch mit ihr unterhalten. Das ist sehr, sehr spannend, kann ich nur sagen. Wir haben gestern auch lange gesessen. Okay, danke, liebe Songül. So, also das offizielle Programm ist jetzt vorbei hier an dieser Stelle. Aber wir haben ja hier noch ein bisschen Kuchen, ein bisschen Glühwein, ein bisschen Tee. Bitte fühlt euch frei, dorthin zu gehen. Und nehmt euch, was ihr haben möchtet, okay? Ich danke euch tausendmal, dass ihr da wart. Der Arne wird jetzt noch ein bisschen spielen. Und der Arne wird auch heute, ist das richtig, Arne, noch ein bisschen im Bereich des Kröpke Musik machen. Und freut sich natürlich sehr gerne. Vielleicht ja, aber hier ist schön. Vielleicht ja oder vielleicht nein. Also, falls ihr heute noch Klaviermusik im Bereich Kröpke Opernplatz hört, das ist der Arne. Der freut sich über euren Zuspruch. Bitte unterstützt auch den Arne Schmidt, der extra heute zu uns gekommen ist. Vielen Dank, lieber Arne, vielen Dank, liebe Songül, vielen Dank, liebe Schneemänner mit Würde. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt mich bei einzelnen ganz, ganz wichtigen Menschen hier bedanke, dass ich irgendjemanden vergesse. Deswegen sage ich ein ganz, ganz großes Danke an alle, die uns seit 2 Jahren so tatkräftig unterstützen. Und an meine lieben, lieben Schneemänner mit Würde. Ich liebe euch sehr und freue mich auf die nächsten 2 Jahre mit euch. Danke sehr.